Daraus sollten eigentlich Schnitzel, Filet und Wurst werden. Aber nach diesen Aufnahmen, von Augsburger Tierschutzaktivisten vor wenigen Wochen heimlich gemacht, wird wohl vorerst nichts draus. Ich mache das jetzt seit 23 Jahren. Ich habe hunderte Schweineställe gesehen. In Deutschland, in Ungarn, in China, in den USA. Sowas wie in diesen Stellen habe ich noch nie gesehen. Es ist unfassbar. Inzwischen hat das Veterinäramt die Regie im Mastbetrieb übernommen. Abgebissene Schwänze. Jedes siebte der 1200 Schweine war verletzt oder krank. 80 mussten getötet werden. Für Tierschutzexperten kein überraschender Fall. Wir haben eine Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die einfach per se schon ein so niedriges Niveau in der Schweinehaltung zulässt, dass das Abrutschen in unerträgliche Zustände dadurch begünstigt wird. Sozusagen, da ist so wenig Spielraum insgesamt für das Tierwohl vorgesehen, dass es deshalb auch ganz schnell ganz schlecht aussieht und sich auf die Tiere negativ auswirkt. Diese Bilder waren vor 2 Jahren in Zur Sache Baden-Württemberg zu sehen gewesen. Derselbe Mastbetrieb bei Ulm. Tübinger Tierschützer hatten damals heimlich gefilmt. Die ahnungslosen Behörden beurteilten die Zustände recht unterschiedlich. Unsere Mängel, die wir festgestellt haben, waren teilweise Überbelegung. Es ging um einzelne verletzte Tiere, die noch in den Buchten waren und nicht abgesondert wurden. Hygienemängel wurden festgestellt, Reinigungsmängel im Stallbereich. Nur schlecht geputzt? Die Tierschutzbeauftragte war regelrecht empört über das, was die Aufnahmen zeigten. Bei diesem Tier muss man davon ausgehen, dass es ziemlich stark verletzt ist. Es versucht aufzustehen, kommt aber hinten nicht hoch. Bei diesem Tier sehen wir ein ganz wichtiges Problem aus der Mastschweinehaltung, nämlich diesen abgenagten Schwanz, also eine Form von Kannibalismus. Hier haben wir eine Situation, die so überhaupt nicht geht. Tiere, die tief im Kot stecken, das ist weder rechtskonform noch sonst irgendwie im Sinne der Tiere. Ein alter Streit begann von Neuem. Normalfall oder Einzelfall? Die Tübinger Tierschützer urteilten rigoros. Das Problem liegt im System. Sonst hätte man nicht die Häufigkeit dieser Verstöße und die Häufigkeit dieser miserablen, katastrophalen Zustände, die man sieht. Die Tierschutzbeauftragte des Landes war damals vorsichtiger. Also ich denke, das ist nicht der Normalzustand in Schweinehaltungen. Andererseits will ich auch nicht verhehlen, dass sowas durchaus vorkommen kann und häufiger ist, als es für die Branche gut ist. Wie jetzt im selben Betrieb. Schweine fressen sich gegenseitig an. Schweine tief im Kot. Schweine mit schweren Krankheitssymptomen. Die Bauersfamilie hat offenbar seit Jahren persönliche Probleme. Aber wurde in den Ställen nach unserem Bericht nicht kontrolliert? Die Mängel wurden in mehreren Nachkontrollen bis zum Februar 2015 komplett abgestellt, sodass wir den Bestand wieder ruhig entlassen konnten. Der hat dann völlig normal und erlaubt gewirtschaftet. Warum ist niemandem aufgefallen, empört sich die Tierschutzbeauftragte heute, dass sich die Zustände im Alb-Donau-Betrieb rapide verschlechtert haben. Keinem Tierarzt, niemandem im Schlachthof, keinem in der Tierkörperbeseitigungsanstalt. Dass da keine Rückkopplung Richtung Veterinäramt oder meinethalb auch zu uns erfolgt, das finde ich eigentlich das, was mich wirklich erschüttert. Dass also offensichtlich auch eine aktive Zuarbeit von diesen anderen Stellen, meinethalb inklusive Tierschutzorganisationen, nicht stattfindet. Sie will artgerechte Tierhaltung in der Zucht wie hier. Gesetzliche Vorgaben müssten deshalb verschärft und die Ställe häufiger kontrolliert werden. Ein frommer Wunsch? Wir können aufgrund der geringen Personaldecke keine Kontrollfrequenz aufbauen, die da heißen würde, zum Beispiel jede Schweinehaltung wird einmal im Jahr kontrolliert. Also selbst wenn wir sehr, sehr viel mehr Kontrollpersonal hätten, ich glaube, wir könnten nie den Anspruch erfüllen, dass wir jeden Betrieb ständig unter Kontrolle haben. Deshalb werden sich solche Bilder wahrscheinlich auch wiederholen. Und unsere Schnitzel oder Filets könnten weiterhin auch von solchen Tieren kommen.